Bei Bonnevit in Rath im Alpachtal entstehen seit fast 30 Jahren köstliche Backwaren wie hausgemacht. 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fertigen in der modernen, groß angelegten Backstube 26 Strudelsorten, Plundergebäck süß und pikant, an die 30 Brotsorten und eine riesige Dessertauswahl für den Hotel- und Catering-Bereich. Um die äußerst qualitätsbewussten Kunden in der Gastronomie zu überzeugen, wird nach ausgefeilten Rezepten gebacken. Wir verwenden keine Fertigmischungen. Wir haben alle Rezepturbestandteile, die wir benötigen, bei uns im Hause und mischen uns die Rezepte alle selbst zusammen. Wir haben für jede Brotsorte eine eigene Rezeptur. Wir haben für die Plundersorten eigene Rezepturen, die bei uns im Hause mit langjähriger Erfahrung entwickelt worden sind. Pro Jahr werden bei Bonnevit allein 80 Tonnen Butter, 400 Tonnen Mehl oder 80 Tonnen Zucker verarbeitet. Auf die Herkunft und Qualität der Rohstoffe wird dabei besonderes Augenmerk gelegt. Die Rohstoffe sind sehr wichtig. Bei der Rohstoffauswahl versuchen wir so gut es geht mit regionalen Anbietern oder mit nationalen Anbietern für die Rohstoffe zusammenzuarbeiten. Da haben wir teilweise sehr langjährige Zusammenarbeiten. Wir haben Vertrauen aufgebaut zu unseren Rohstofflieferanten und das macht sich über die Jahre bezahlt. Und man findet oder man merkt das dann auch im Produkt. Die sollen schmecken wie hausgemacht. Dafür wird sehr viel noch per Hand gefertigt. Ob beim saftigen Apfelstrudel oder beim herzhaften Vollkornbrot. Ja, also wir versuchen mit traditionellen handwerklichen Methoden bestmögliche Qualität zu erzielen. Eines der beliebtesten Produkte bei Bonnevit ist das Buttercroissant. Hier sorgt feinste Butter und gewissenhafte Verarbeitung für den unverwechselbaren Geschmack. Es fängt an also mit dem richtigen Umgang mit den Rohstoffen, die genaue Verwiegung der Rohstoffe, dass gewährleistet ist, dass die Qualität erreichbar wird und die ganzen Qualitätskontrollen, was von Gewicht, von Zutatenmengen und so weiter. Der Butterteig wird in der Anlage in Touren gelegt, sodass 16 Schichten entstehen und dann in Form gebracht. Dabei werden immer wieder Kontrollen durchgeführt. Per Hand wird dem Croissant dann seine Form gegeben, damit beim Gären in der Gärspirale das typische Kipferl entsteht. Musik. 60 Minuten Schockfrosten und so ist das Croissant dann nach seiner 2-Stunden-Reise fertig zum Verpacken und Verschicken. Wir arbeiten auf Bestellung, also auf Kundenwunsch. So haben wir keine langen Lagerzeiten und können flexibel produzieren. Beim Kunden angekommen, sollen die Teiglinge schnell und problemlos auf den Tisch kommen. Unsere Produkte können in jedem konventionellen Konvektomaten, egal welcher Marke, einwandfrei aufgebacken werden. Wir stellen für den Kunden die Backprogramme zur Verfügung, wir programmieren dem Kunden den Ofen. Also die Kundenzufriedenheit ist da ganz, ganz klar im Fokus und der Anwender soll keine Angst vor dem Produkt haben, sondern der soll das Produkt einfach anwenden können. Bonnevit beliefert über 1000 zufriedene Kunden in Österreich, Deutschland und Italien und das seit fast 30 Jahren. Der Erfolg der Firma macht Beständigkeit aus, der Erfolg der Firma machen die Mitarbeiter aus, den Erfolg der Firma macht unser Bekenntnis zur Qualität aus.